Eine alltägliche Situation. Volle Straßen, großes Gedrängel. Und für die Radfahrer wird es schnell gefährlich. Unfälle mit Fahrradfahrern sind auf jeden Fall prekär, vor allem mit Kindern. Und wir haben immer wieder schwere Unfälle, auch vor kurzem in Ulm gehabt, wo ein Fahrradfahrer tödlich umgekommen ist. Es werden die Türen aufgemacht, Leute sind zu eng an Autos dran, Leute sterben dabei. Ein Problem, immer wieder halten Autofahrer den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht ein. Deshalb gibt es ein Forschungsprojekt der Universität Ulm, die versucht, für die Stadtplanung Lösungen zu finden. Man sieht hier einen schwarzen Punkt, das ist der wirkliche Ultraschallsensor. Wenn ich messe mit Ultraschall den Abstand links und rechts. Und ein weiteres Bestandteil vom Sensor ist dieses kleine rote Taste hier. Damit kann ich die Messung im Endeffekt markieren. Die Daten werden per GPS anonym an die Hochschule geschickt. Die roten Linien zeigen deutlich, es gibt in der Stadt viele gefährliche Orte. Die Ergebnisse, die der Open Bike Sensor gebracht hat, waren bis jetzt in Ulm zum Beispiel, dass wir gewisse Stellen identifizieren konnten, wo die Überholvorgänge überproportional zu eng sind. Also es sind im Endeffekt Straßen, wo Mischverkehr ist, also wo die Straßenbahn fährt, wo ein Radschutzstreifen ist, wo parkende Autos sind. Und die Forscher wollen mehr herausfinden. Dieser Sensor ist noch ein Prototyp, wird aber bald serienreif sein und auf Fahrrädern eingesetzt. Er soll den Stadtplanern weitere Erkenntnisse liefern. Was wir jetzt eben besonders machen, ist, dass wir das noch um den Radarsensor erweitern, der dann nicht nur die Abstände, sondern auch die Geschwindigkeit misst. Und da sind wir, glaube ich, wirklich die erste Stadt, die das so macht. Und ja, halten gerne natürlich auch andere Städte auf dem Laufenden, wie das jetzt so läuft dieses Jahr. Die Radfahrer können sich übrigens in Kürze in speziellen Workshops eigene Sensoren für ihr Fahrrad bauen und sich so aktiv am Projekt beteiligen. Ich finde das total interessant, dass man eben gerade an dem Workshop mitmachen kann und auch die Erkenntnisse dann der Stadtbilder zur Verfügung stellen, zumal auch die roten Bereiche genau meine Fahrtstrecken auch immer sind. Und ich selber versuche auch möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zu machen und erlebe eigentlich mehr oder weniger tagtäglich Situationen, wo ich mich tatsächlich auch unwohl fühle, weil ich denke, lieber Autofahrer, ein kleines bisschen mehr Abstand oder mal kurz anhalten und mir den Vortritt lassen, wäre gut gewesen. Nicht alle Autofahrer zeigen so viel Verständnis. Einige sind genervt von immer mehr Radfahrern und neuen Radwegen. Norbert Schulz schlägt folgende Lösung vor. Versuch mal den kurzen Weg mit dem Fahrrad zu fahren. Dann brauchst du kein Auto, kein Parkplatz. Fahr zum Bäcker und hol die Semmeln mit dem Fahrrad. Oder geh zu Fuß, geht ja genauso. Für die ganz großen Fahrradfans haben die Forscher sogar ein Bike mit integriertem Eisfach für den Strand entwickelt. Ebenso wie ein Wohnmobilfahrrad mit ausklappbarem Bett und Herdplatte. Alles betrieben mit Solarzellen. Doch erst einmal geht es darum, den Verkehr sicherer zu machen.